Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Battle Play Pokémon XY Online Kämpfe. Heute haben wir mal wieder, wie auch schon im Kampf zuvor, einen Kampf gegen einen Freund. Also eines meiner Freundesliste, den ich einfach mal per Zufall ausgewählt habe, damit wir kämpfen können. Und ja, ich würde sagen, ohne groß rumzuschwafeln, ich glaube gegen den haben wir schon mal gekämpft, ich bin mir nicht ganz sicher, aber naja. Auf jeden Fall, der Kampf ist vom 29.08. und ich beginne mal mit der Team-Preview. Ich habe nämlich ein ganz besonderes Team mit eingepackt. Ihr könnt es ja schon sehen, Hippoteros, Lucario, Magneson, Despotar, Knackrack und Bolteros. Und bei Gegner hiermit Vivillon, Panzereron, Heatran, Psyana, Porygon Z und Amidiffel. Und wer jetzt aufmerksam war und mein Team genauer im Blick hat, der wird es ungefähr erahnen können. Ich spiele heute mal mit einem Sandsturm-Team. Das ist mein allererstes Wetterteam, was ich je mir gebastelt habe. Und das Kriterium war dabei eigentlich, dass ich nur Gesteins-, Boden- und Stahl-Pokémon dabei habe, die nicht vom Sandsturm getroffen werden können. Das war so mein Kriterium und daraufhin hat sich mein Team aufgebaut. Dabei habe ich, ich gehe mal näher drauf ein, Hippoteros und Bolteros als meine Walls. Denn Bolteros kriegt ja im Sandsturm auch noch einen Boost auf die spezielle Verteidigung, was auch sehr praktisch ist. Despotar und Knackrack habe ich zum physischen Angreifen und mein Lucario und Magneson zum speziellen Angreifen. Ja, dieses Lucario müsste eigentlich das Spezielle sein, was ich mitgenommen habe. Also ich würde sagen, los geht's. Bei mir war jetzt die Frage, mit welchem Sandsturm-Holer komme ich denn jetzt zu Anfang rein? Entweder Hippopotas, also der defensiven Variante, oder mit mit Despotar, meiner physischen offensiven Variante. Und ich hätte lieber mit Despotar anfangen sollen. Dann hätte ich gleich ein wunderbares Pokémon gehabt, was Vivillon gut auskontern kann. Weil mein Hippoteros nur Bodenattacken beherrscht, kann ich somit Vivillon keinen Schaden zufügen. Das war das Problem. So, jetzt kommt erstmal ein Schlafpuder, was ich mir schon denken konnte, dass es kommt. Und genau deswegen habe ich Bolteros reingeholt, weil das kann nämlich durch die Marenbeere wieder sofort aufwachen. Das war mein Ziel. Und da ich im Sandsturm eine erhöhte Spezialverteidigung habe, machen mir die Spezialangriffe von Vivillon auch nicht allzu viel Schaden. Jetzt hat er Angst gehabt, dass ich eine Gesteinsattacke raushole oder Schlafpuder nicht trifft oder so. Oder er hat es noch schlauer gemacht, weil er meinen Bolteros kennt. Ich mache nämlich einen Brüller. Aber er hat Magiespiegel mit seinem Psyana, was er reingeholt hat, und deswegen brülle ich mich quasi selber raus. Was in diesem Fall sogar besser war, muss ich sagen, denn Magneson ist, glaube ich, eins der Pokémon, was am besten gegen Psyana was machen kann. Obwohl es natürlich jetzt erstmal die Schilde rausholt. Das ist also ein Double Scream Psyana. In diesem Fall das Bessere für ihn, denn dadurch macht der Donnerblitz nicht so viel Schaden beim Lichtschild. Deswegen eine bessere Variante auf jeden Fall. Jetzt holt er nochmal einen Reflektor raus. Das war für mich jetzt kein Problem, weil ich ja speziell angreife, aber so Donnerblitz macht er trotzdem nicht allzu viel Schaden, ihr könnt es noch mal sehen. Das hat mir in diesem Fall gereicht im Zusammenhang mit dem Sandsturm, denn ein weiterer Donnerblitz würde ausreichen. Aber er wollte seinen Psyana nicht zu früh verlieren. Jetzt wechselt er deswegen auf sein Heatran, seine Big Pizza. Schöner Name übrigens. Kriegt jetzt einen Donnerblitz ab und ich muss sagen, das hat relativ wenig Schaden gemacht. Ich habe schon mal einen Donnerblitz auf den Heatran eingesetzt, auf ein anderes, das hat mehr Schaden gemacht. Somit konnte ich mir denken, dieses Heatran ist eher defensiv aufgebaut. Trotzdem wollte ich jetzt keine Erdkräfte kassieren oder eine Feuerattacke, womit ich eher gedacht hätte, dass sie kommt. Es kommt nämlich Erdkräfte. Bei einer Feuerattacke wäre Despotar besser gewesen. Deswegen habe ich sie reingeholt, weil ich dachte, jetzt kommt eine Feuerattacke. Aber nein, Erdkräfte tun es ja auch. Und waren auch ganz gut auf Despotar, obwohl es auch nicht so viel Schaden gemacht hat. Weil, wegen des Sandsturms. Ne? Erhöhte Spezialverteidigung. So, und jetzt hat er gut prediktet, dass hier jetzt ein Erdbeben kommt. Hätte ich mir denken können, dass er auswechselt auf Panzereron. Das hätte ich wiederum predikten können mit Sandsturm, mit Drachentanz oder mit Steinhagel, je nachdem. Deswegen wechsle ich jetzt auf meine spezielle Variante des Lucario. Jetzt kommt erstmal der Stachler raus, aber ich habe ja eine Aurasphäre drauf. Jetzt ist der Sandsturm zwar weg, aber es ist mir auch egal. Er hätte wohl nicht damit gerechnet, dass ich speziell bin, deswegen ist er drin geblieben. Und selbst eine Aurasphäre, es ist neutral und ich habe einen Lehmorb drauf. Macht immerhin fast die Hälfte Schaden. Ist ja schon mal was. Jetzt kommt die zweite Lage Stachlern. Ich kann jetzt nochmal eine zweite Aurasphäre reinholen. Die wird aber nicht ausreichen. Außer ich mache einen Crit. Und deswegen ist er jetzt nochmal in der Lage, also sich zu heilen. Er hat jetzt ja schon zwei Lagen Stachlern raus. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ja, wenn er sich jetzt weiter hochheilt, ist er natürlich ganz gut dran. Aber jetzt ist das Lichtschild weg. Das ist die Antwort darauf, warum ich so wenig Schaden gemacht habe. Es hätte sonst mehr gemacht. Jetzt holt er natürlich erstmal Vivillon rein, was die Aurasphäre gut fressen kann, weil es ja vielfach resistet ist. Und ihr seht, es macht kaum Schaden.
Aber das muss nicht heißen, dass dieses Vivillon gut was gegen mich hat. Jetzt der Reflektor zwar auch weg, aber ich habe die Lichtkanone drauf, das ist immer neutral und Death. Und das reicht aus, um Vivillon zu besiegen. Ich glaube, damit hat er nicht unbedingt gerechnet, dass das ausreichen würde. Naja, egal. Auf jeden Fall kriege ich wieder Schaden durch den Lebenorb. Aber mein Lucario kann mir ganz gut reinhauen. Das Schöne ist, ich habe dann noch die Vakuumwelle drauf. Also eine wunderbare Prioritätsattacke von dem Kampf. Aber mit dem Mogelhieb ist Amphibie trotzdem schneller. Das Schöne ist, woran ich nicht gedacht habe, ich habe ja mit meinem Lucario den Konzentrator drauf als Fähigkeit. Das heißt, ich kann nicht zurückgeschreckt werden. Deswegen hätte ich eigentlich gleich zu Anfang Aurasphäre drücken können. Dann hätte es gleich ausgereicht, aber ist egal. Dann haue ich eben noch eine zweite Vakuumwelle raus. Das reicht dann für Amphibie. Und umso mehr Schaden kriege ich leider durch den Lebenorb. Deswegen, ich glaube, es wäre doch schlau gewesen, Aurasphäre einzusetzen. Hätte ich nämlich noch nicht nochmal Schaden durch den Lebenorb gekriegt. Jetzt hat er nochmal sein Porygon Z draußen. Ist aber von Typ normal. Kriegt somit nochmal ordentlich Schaden durch die Vakuumwelle, aber es reicht leider nicht aus. Schade drum, aber mein Lucario hat hier einen verdammt guten Job geleistet, muss ich sagen. Also die spezielle Variante von Lucario kann auch ziemlich reinhauen. Allein deswegen schon, weil man es kaum erwartet, dass es speziell gespielt wird. Ja, jetzt komme ich erstmal zu meiner physischen Wall, die jetzt im Sandsturm eigentlich besser wäre gegen einen speziellen Angreifer, aber ich hätte gerade keine Möglichkeit, den Sandsturm rauszuholen. Das hätte nämlich ziemlich viel Schaden reinbekommen. Durch Porygon Z, das wollte ich jetzt verhindern. Deswegen mache ich jetzt lieber meinen Brüller und ich habe schon damit gerechnet, dass er jetzt Psyana reinholt. Denn ich wollte mich selber rausbrüllen, das war mein Ziel, damit sowas passiert. Jetzt habe ich meinen Knackrack draußen, das hat mir sogar sehr gefallen, dass das so jetzt gekommen ist. Entweder ich hätte mir jetzt Sandsturm rausgeholt durch Despotar oder Hypoteros oder ich hole meinen physischen Angreifer raus. In diesem Fall hat es funktioniert, ich kann jetzt nämlich endlich in Ruhe megern. Und schon mal einen Klauenwetzer raushauen. Das Problem ist, selbst wenn ich einen Klauenwetzer mache und meinen Angriff dadurch erhöhe, bei einem physischen Viech, Monster besser gesagt, wie Panzer Aeron, macht das trotzdem zu wenig Schaden, wie ihr sehen werdet. Viel zu wenig. Und ich kriege trotzdem noch einen Beulenhelm-Schaden rein. Und das gerade beim Doppelhieb hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen kann ich leider nichts weiterhin gegen Panzer Aeron ausrichten. Ich habe nämlich keinen Steinhagel drauf. Aber egal, er macht jetzt einen Ruheort. Und tja, was soll ich weiter machen? Ich muss jetzt rausgehen, weil ich kaum Schaden machen kann. Und wenn es Ruheort drauf hat, bringt's mir nichts. Ich greife deswegen lieber zu meinem Spezialangreifer Magnenzone. Das kann ja durch den Donnerblitz nochmal ordentlich Schaden machen. Ist ja effektiv unter anderem. Er holt jetzt seine dritte Lage Stacheln raus. Und jetzt muss ich darauf achten, wirklich, dass ich nur noch wenig wechsle. Denn die Stachler können jetzt ganz schön viel Schaden machen. Und jetzt kommt's, ich mache einen Donnerblitz. Und es würde von One-Hit reichen, hätte er es nicht die Robustheit drauf. Ich paralysiere es auch noch. Aber, er kann immer noch einen Wirbelwind draus machen. Und ich glaube, jetzt mache ich so einen kleinen Fehler. Ich muss überlegen, was ich gerade mache. Ich habe es vergessen. Ich hole jetzt meinen Sandsturm raus, das ist auch schön. Erstmal mache ich ein Target, um mich wieder hochzuheilen. Ich hätte lieber auswechseln sollen. Wahrscheinlich. Denn dadurch kommt Panzer Aeron jetzt in die Lage, nochmal einen Ruheort einzusetzen. Ja. Hätte ich ausgewechselt auf meinen Magnezone, dann hätte ich nochmal Donnerblitz einsetzen können sofort, um dann Panzer Aeron zu one-hitten. Also nicht wirklich zu one-hitten, es hat ja noch Schaden bekommen. Aber jetzt erst wechsle ich auf meinen Magnezone. Und jetzt kann Panzer Aeron nochmal einen zweiten Ruheort rauskriegen. Was bedeutet, es ist jetzt wieder bei vollem KP. Und wenn ich jetzt einen Donnerblitz einsetze, dann reicht das nicht aus wegen der Robustheit, die er wiederhergestellt hat. Deswegen hätte ich sofort aussetzen sollen, das war mein Fehler in diesem Sinne. Ich hätte irgendwie den Ruheort ausgeblendet, dass er das machen könnte. Denn wie ihr seht, mache ich jetzt den Donnerblitz mal nicht. Und das reicht nicht aus wegen der Robustheit. Tja. Und deswegen kann er jetzt wieder den Wirbelwind machen und ich bin wieder raus. So, aber in diesem Fall komme ich endlich auf mein Despotar. Das heißt, ich kann jetzt mit diesem Despotar das Panzer Aeron finishen. Denn wie schon erwähnt, mein Hypoteros in der vorherigen Runde kann ja nur Bodenattacken und deswegen kann es keinen Schaden verursachen bei Panzer Aeron. Das war so leider mein Pech, als der Swirbelwind Hypoteros rausgeholt hat. Na egal, so langsam gehen die Pokémon aus. Jetzt hat er noch Porygon Z. Das ist zwar schneller, aber es greift speziell an und im Sandsturm reicht es selbst bei Despotar nicht aus, mich zu besiegen. Und somit kann ich nochmal einen sicheren Knirscher machen und damit Porygon Z besiegen. Und ich glaube, er hat kein weiteres Pokémon mehr auf seiner Seite, wie ich das sehe. Oder doch, er hat noch was. Er hat noch Psyana, stimmt. Psyana hat er noch. Aber, naja,
Das kann auch mal ein Zauberstein rausholen. Wenn ich jetzt schneller gewesen wäre, hätte ich jetzt mit dem Knirscher das Ganze beenden können. Aber naja, somit wird es nochmal ein bisschen spannend. Denn allzu viele Pokémon habe ich auch nicht mehr, glaube ich. Aber ich hätte den Kampf eigentlich trotzdem schon sicher gewonnen. Denn der Sandsturm ist immer noch aktiv und das würde so langsam irgendwann ausreichen bei Psyana. Mittlerweile ist mir aufgefallen, dass dieses Psyana kein Magieschild-Psyana ist, sonst würde es keinen Schaden von Sandsturm bekommen. Ist ja auch egal. Psyana macht den Psychoschock, das reicht aber nicht aus wegen der physischen Wall oder physischen Defensive von Magneson und deswegen kann ich das Psyana besiegen. Aber ich glaube, da fehlt noch ein Pokémon, so wie ich das sehe, von der Rundenanzahl her. Ich glaube, es war Heatran, was da noch übrig geblieben ist, ich weiß gar nicht mehr. Ja, es war Heatran, die Big Pizza natürlich. Jetzt die Frage, wie ich gehe dagegen vor. Ich habe Donnerblitz dabei, ich habe Lichtknoten dabei. Das macht nicht allzu viel Schaden, wie wir schon gesehen haben. Dieses Heatran ist tatsächlich defensiv, denn es hat schon mal die Tarnsteine rausgebracht. Jetzt haben wir drei Lagenstacheln und Tarnsteine draußen, aber der Kampf ist ja eh schon so gut wie vorbei, deswegen macht das kaum noch Sinn. Ich mache erstmal die sichere Donnerwelle, sodass mein nächstes Pokémon, was dann reinkommt, Heatran auf jeden Fall outspeeden kann und somit besiegen kann. Denn mein Magneson wollte ich hier eigentlich schon opfern. Ich kann nochmal Schaden rausholen. Ich wollte es aber opfern, damit ich mit dem nächsten Pokémon, was dann auf jeden Fall schneller ist, wegen der Paralyse von Heatran, das Heatran dann auch besiegen kann. Magneson ist hier erfolgreich geopfert worden. Und jetzt kann ich nochmal mein letztes Pokémon rausholen, was nochmal mit dem Erdbeben Heatran besiegen kann. Und dieses Pokémon ist Hauris. Denn das kam bisher noch nicht wirklich zum Zug. Das kam einmal rein. Wollte sich Klauen wetzen und konnte dann nur noch mit Doppelhieb Schaden bekommen an Panzer Eron. Das hat nicht wirklich viel gemacht. Und deswegen dachte ich mir, dann können Knackrack zumindest ein Def haben. Ein Tod quasi, ein Kill, wenn man so will. Und kann nochmal das Heatran besiegen zum Ende. Alles klar. Das war's dann für heute, meine Lieben. Der Kampf ist gewonnen und im nächsten Part geht's dann weiter gegen einen anderen Herausforderer. Und ich bin gespannt, wie der Kampf ausgeht. Bis dann und auf Wiedersehen.